Bäume sind Freunde auf ewige Zeit, es gibt nichts, was Baum und Mensch trennt. Sie halten zusammen auf ewige Zeit, ganz genau, dafür sind Bäume da, Bäume da. Ja, so ein kleines Lied, was mir immer so eingefallen ist, ist jetzt nicht ganz perfekt, aber ich finde es halt einfach lustig. Und wie ich im letzten Video schon angekündigt habe, zur Gründüngung bzw. Humusbildung, finde ich Bäume sehr wichtig. Und deswegen möchte ich euch einfach mal in dem Video zeigen, was ich eigentlich alles für Bäume habe, wie ich Bäume vermehre, zum Beispiel aus Samen oder Stecklingen, und was ich eigentlich alles für Bäume habe, weil ich das einfach sehr wichtig finde, viel mehr Bäume zu pflanzen, weil sie so einen positiven Nutzen für die Natur haben und einen sehr wichtigen Stellenwert auch für uns Menschen hat. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder bei diesem sonnigen Wetter eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es um unsere guten Freunde, die Bäume. Und ja, da möchte ich jetzt einfach noch mal ganz kurz eingehen, wofür eigentlich Bäume wunderbar sind. Also ganz kurz, ja, Bäume sind halt mehrjährige Kulturpflanzen in dem Sinne. Und das Gute an Bäumen ist, dass die halt den Boden wirklich gut durchwurzeln, durchlüften. Es gibt dann natürlich auch wieder viele verschiedene Baumarten, die auch Pfahlwurzeln haben und tief in den Boden reingehen und einfach dort die Humusförderung bilden, den Boden oder die Erde dort lassen, wo sie hingehört. Also das heißt, dass Ausschwemmungen nicht möglich sind. Die halten wirklich den Boden fest. Sozusagen bleiben auch die Nährstoffe da. Und zum Beispiel, wenn man einen Hang hat, also einen Berg, dann halten auch wirklich tiefwurzige Bäume, ja, verhindern einfach, dass die Erde bei starkem Regen davongetragen wird und der Berg dann auf einmal weg ist. Oder beziehungsweise die Erde. Natürlich sorgen sie auch dafür, dass sie Kohlenstoffdioxid aus der Luft nehmen, in den Boden mit einbringen, da ihre Photosynthese durchführen und einfach wachsen, gedeihen und so natürlich auch für Kleinklimen sorgen. Also zum Beispiel, wenn man Bäume mehr in Schatten pflanzen würde, dann hätte man viel mehr Schatten und die Städte wären auch viel kühler. Die dienen halt einfach dazu, um natürliche Klimazonen zu schaffen. Und ein wesentlicher oder letzter Punkt für mich ist auch, ja, es gibt so viele wunderschöne Obstbäume und Obstsorten, die uns mit wunderbaren Früchten versorgen können. Und ja, man kann hier in Deutschland sehr viel an Bäume anbauen. Nicht nur die klassischen Zwetschgen, Äpfel und Birnen, wobei ich auch sagen muss, dass Zwetschgen wirklich wunderbar sind. Also ja, die beste natürliche Darmreinigung, die es überhaupt gibt. Ja, Monomahlzeit von Zwetschgen, also das ist schon wirklich was Wunderbares. Und ja, also ein Freund aus Sizilien, erstmal schönen Gruß an dich, Antios. Er hat mich so ein bisschen angesteckt, auf Bäume aus Samen zu ziehen. Natürlich auch so subtropische Bäume, da möchte ich mal einfach so einen Selbstversuch. Und da sage ich einfach mal, dass ich mal jetzt nicht so lange rumreden werde, sondern euch einfach mal zeige, welche Bäume ich hier bei mir jetzt überall gesetzt habe, beziehungsweise auch jetzt vermehre und aus Samen ziehe. Grundsätzlich im Schrebergarten habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Ich glaube, das ging um den Klimawandel. Da habe ich auch schon mal meine Bäume gezeigt, welche ich da reingesetzt habe. Also da habe ich zwei Maulbeeren, Kiwis habe ich reingesetzt, zwei Traubenreben, drei Pawpaws, also Indianerbananen stehen dort drinnen, dann zwei Granatäpfel, das sind die Bäume, die ich reingesetzt habe. Und so die Bäume, die schon im Schrebergarten drin waren. Es waren diverse Zwetschgenbäume, also einerseits mein großer Wilderling, also das heißt, es ist ein unveredelter Baum, das finde ich sehr wertvoll, und aus dessen Samen sind auch schon einige Wilderlinge rausgekommen, also da sind noch Zwetschgen, die, also drei bis fünf Zwetschgen, die so noch heranwachsen. Also ich habe eine Vielzahl von Bäumen, auch wenn sie da ein bisschen eng wachsen, aber jetzt ist auch
mit der Herbst sozusagen. Und da kann man ja auch schon mal den Obstbaumschnitt machen. Aber wie gesagt, jetzt zeige ich euch einfach mal, was für Bäume ich alles hier in meiner Permakultur habe. Den Baum, den habe ich mir erst vor ein paar Tagen angeschafft. Das ist eine chinesische Dattelpalme. Und die ist halt eine wunderbare Permakulturbaum, weil der Frost, also beziehungsweise Winter hat bis zu minus 30 Grad ist und auch auf kargen Böden sehr gut mit seinen Pfahlwurzeln gedeiht. Also der wächst sehr gut auf kargen, sandigen und lehmigen Boden. Und wie gesagt, ich wollte ihn jetzt einfach mal ausprobieren. Setz den erstmal noch in einem Kübel. Genauso wie hier habe ich dann eine Feige. Das ist auch eine winterharte Feige. Und da habe ich ja schon die ersten Früchte heute, diese Gartensaison, auch ernten dürfen. Und da habe ich mir auch schon ein paar Stecklinge gezogen. Das ist halt zum Beispiel eine Vermehrung bei Feigen, die ich da durchgeführt habe. Und den Steckling kann ich euch dann auch später zeigen. Das hier ist mein Nektarinenbaum in einem Kübel. Diese Saison hat er auch schon eine Frucht hergegeben. Und da habe ich mir auch schon den Samen genommen und auch in den Boden gesteckt. Den habe ich mir damals bei eBay Kleinanzeigen geholt, weil den jemand abgeben wollte. Und dachte ich mir, warum nicht? Ist ein wunderschöner Baum. Und hier drüben, den Baum habe ich aus meinem Schrebergarten rausgeholt. Der war unter der riesigen Zwetschge. Das ist halt ein Ableger aus dem Kern von dem Zwetschgenbaum gewesen. Und den habe ich jetzt rausgezogen und einfach ja, hier in einen Kübel mit reingesetzt. Und ja genau, das ist halt eine unveredelte Sorte und darauf lege ich auch sehr Wert. Das sind auch wurzelechte Bäume mit bei mir in der Permakultur, weil das halt wirklich auch zum Teil auch Richtung Ursorten geht. Und ja, ich wollte den einfach mal mitnehmen, weil unterm Schatten weiß ich nicht, ob der gut gedeihen wird und vielleicht finde ich ja einen anderen Platz für den guten Kameraden hier. Das hier ist jetzt meine zweite Feige in einem Kübel und bei der muss ich dann schon feststellen, dass die noch nicht so welke und gelbe Blätter hat wie die andere Feige. Das heißt, dass die vielleicht noch ein bisschen robuster und widerstandsfähiger gegenüber Kälte ist. Aber die gedeiht jetzt auch schon ziemlich gut und von ihr habe ich natürlich auch schon einen Steckling gezogen. Und hier unten in der Voranzucht habe ich schon ein paar Erdbeeren. Ableger, die wandern einfach so umher und ja, das Erdbeerbeet kann ich euch auch dann noch später zeigen. Das ja, formt sich auch schon langsam und wird größer mit jedem Jahr zunehmend, immer Schritt für Schritt. Hier auf der Terrasse habe ich auch zwei Bäume in einem Kübel. Einerseits hier meine Aprikose, die ich ebenfalls aus eBay Kleinanzeigen bekommen habe. Und da wächst zum Beispiel Physalis raus. Und hier drüben habe ich eine winterharte Kaki, wächst auch hier so ein bisschen im Kübel und da unten kommt glaube ich ein bisschen Phacelia, Grün und alles mögliche mit raus, weil das natürlich auch mit Komposterde ein bisschen gemischt worden ist. Vielleicht kann man das schon ein bisschen sehen, da wächst schon ein bisschen was von kleinen Sprießlingen heraus. Das sind hier einfach Samen von verschiedenen Baumsorten, die ich in den hier in diese Anzuchttöpfe reingesteckt habe. Da vorne Stecklinge von Johannisbeeren. Und hier habe ich einfach alles Mögliche reingesetzt. Ich habe hier Kirschenkerne reingesetzt, Zwetschgenkerne, Pfirsichkerne. Auch hier vorne in die Anzuchtschale zum Beispiel Apfel- und Birnenkerne. Und irgendwo hier in den ganzen Anzuchttöpfen habe ich auch winterharten Eukalyptus mit reingesetzt, weil das natürlich auch wieder eine wunderbare Permakulturpflanze ist, in dem Boden wieder super durchlockert, durchlüftet und ja, wieder einen guten Boden mit aufbereitet und auch wieder Winter bis zu minus 25 Grad überstehen kann. Und den habe ich mir auch aus Samen rausgezogen. Hier können wir einen kleinen Selbstversuch von mir sehen. Also wie gesagt, ich möchte auch ein paar subtropische Pflanzen mit bei mir in der Permakultur haben, weil ja mein Traum ist, auch in Costa Rica dann irgendwann mal was aufzubauen. Und da möchte ich einfach schon mal Erfahrungen sammeln. Und aus dem Grund habe ich hier in diese Anzuchtschale
Samen von der roten Drachenfrucht mit reingesetzt. Das ist ein Kaktus und ja, viele kennen wahrscheinlich die Drachenfrucht eher weniger. Ist so eine rote Frucht und die ist für gewöhnlich hat sie ein weißes Fruchtfleisch und ich mag halt die mit dem roten Fruchtfleisch mehr, weil das die Leute weniger kennen. Und das ist halt zum Beispiel ein Exot, den ich jetzt bei mir einfach vorziehen möchte. Den tue ich dann natürlich im Winter ins Haus, weil da ist natürlich warm genug, weil er braucht natürlich tropisches Klima. Überwintern tut die Pflanze bei ca. 15 bis 18 Grad an einem hellen Ort. Jetzt stehe ich hier vor meiner Weinbergpfirsich, die ich auf dem Grundstück der Gemeinde pflanzen durfte. Also das heißt, ich darf halt die Fläche hier von der Gemeinde bewirtschaften und mache halt hier auch eine Blumenwiese daraus. Und da durfte ich auch netterweise oder dankensweise auch ein paar Bäume mit reinsetzen. Das ist zum Beispiel eine Weinbergpfirsich, die ich mir angeschafft habe. Und die steht jetzt hier schon seit einem Jahr. Wächst auch schon ziemlich gut. Dann hier vorne habe ich Kiwis reingesetzt. Hier vorne habe ich die eigentliche sibirische Kiwi, das ist die Adam, das ist die männliche Kiwi, weil Kiwis natürlich sowohl weibliche als auch männliche Ableger benötigen, um Früchte zu bilden. Und das ist jetzt zum Beispiel die, das ist eine Mini-Kiwi, die ich versehentlich bekommen habe von meiner Gärtnerei. Ich habe mir eigentlich eine sibirische Kiwi, also die Adam, bestellt und die haben mir dann die Mini-Kiwi Amadeus geschickt und dann haben sie mir, dachte ich mir, gut, dann habe ich jetzt zwei männliche Kiwis, dann kann ich halt von denen auch ein paar Stecklinge ziehen und wenn halt jemand das dann braucht, der kann sich dann gerne bei mir bedienen oder mich anfragen, ob er die Mini-Kiwi benötigt. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine weibliche Kiwi. Das ist die Nadoka, auch eine sibirische Kiwi. Und etwas weiter vorne, hier, kann man die, glaube ich, sehen. Da ist noch eine weibliche Kiwi. Und wie gesagt, im Schrebergarten habe ich auch welche reingesetzt. Ist wunderbar, dass man Kiwis mit Stecklingen vermehren kann. Und ja, das Problem ist halt, der Sommer macht die ein bisschen sehr stark zu schaffen. Die ganzen Trockenheit, weil Kiwis natürlich auch Flachwurzler sind. Ganz vorne habe ich jetzt hier meine Traubenreben reingesetzt. Zwei schwarze Sorten und eine weiße. Und genau, da habe ich auch schon ein paar Stecklinge gezogen. Das ist jetzt eine. Dann habe ich hier noch eine weitere Traube. Die hat auch schon ihre ersten Früchte, die waren schon wunderbar süß, diese schönen blauen Früchte. Und hier etwas weiter vorne habe ich dann noch eine reingesetzt. Problem ist halt noch, wir haben noch keinen Spalier oder keine Fäden gezogen, weil ja unser Schuppen abgebrannt ist. Und momentan ist es halt so, dass Handwerker ja sehr viel zu tun haben und ja keine Zeit für uns hatten. Und da ist halt das Problem, wir möchten jetzt kein Spanngitter oder Seile ziehen, wenn die Handwerker dann kommen und meinen, ja, das ist dann doch ein bisschen hinderlich und wir müssen es wegmachen und die Trauben sind schon dran rumgeklettert. Deswegen warten wir jetzt bis aufs nächste Jahr und hoffen dann, dass dann die neue Gartenscheune steht und wir dann endlich die Trauben auch an ihre entsprechende Position klettern lassen können, damit die zum Beispiel auch hier die Wand ein bisschen hochklettern dürfen. Freut mich dann wirklich sehr, wenn das dann hier alles grün ist. Und hier vorne ist dann die schwarze Johannisbeere, die mein Vater reingesetzt hat. Und die wächst jetzt hier auch schon seit mehreren Jahren. Der Sommer hat hier ein bisschen hart mitgenommen. Ist eine schwarze Johannisbeere und von hier habe ich auch schon ein paar Stecklinge gezogen. Hier habe ich meinen Aronia-Beerenbaum reingesetzt. Der ist direkt neben dem Hochbeet Nummer 2, bei den ganzen Melonen, die runterwachsen. Den habe ich vor gut 2 Jahren hier reingesetzt und der bekommt auch schon regelmäßig Früchte, jedes Jahr ein bisschen mehr. Und hier weiter unten
habe ich schon von einem Steckling eine rote Johannisbeere mit reingesetzt und das gleiche habe ich dann hier auf der anderen Seite vom Hochbeet ebenfalls gemacht. Hier habe ich auch ein paar Johannisbeeren, also rote, reingesetzt neben das Hochbeet und hier drüben möchte ich natürlich das dritte Hochbeet, ein etwas größeres reinbauen. Das steht auch schon in Planung. Und hier vorne, also hier hinten, hab mein Vater dann entschieden, Himbeeren reinzusetzen. Das sind frühe Sorten. Und da habe ich auch Ableger von einer Freundin bekommen. Und die sollen halt einfach verhindern, dass dann die Buchsen zu viel Sonne abbekommen. Vielleicht ein bisschen mehr im Schatten stehen, weil die halt immer schnell welke Blätter bekommen. Und ja, er hat sie einfach mal hier zum Testen mit reingesetzt. Hier könnt ihr jetzt meine andere Himbeere sehen. Das ist eine doppeltragende Himbeere. Also das heißt, dass sie sowohl im Frühjahr als auch im späten Herbst Früchte trägt. Da sind zum Beispiel saftige und süß schmeckende Himbeerchen. Und die habe ich vor 2 Jahren reingesetzt. Und die wächst auch schon immer gut nach. Ist ja eine wunderbare Pflanze, also ich mag Himbeeren wirklich sehr. Und das ist ein Grünkohl, den ich letztes Jahr eigentlich reingesetzt habe. Und dann hat mein Vater ihn wegmachen wollen, hat aber einen Stiel dran gelassen. Und jetzt wächst halt vom Stiel, wir wachsen neue Blätter raus, anstatt dass er in die Blüte geht. Und ja, damit kann ich leben, habe ich im Winter wieder neue Grünkohl. Blätter, also so kann man sich jetzt auch zum Beispiel aus einer einjährigen Kulturpflanze eine mehrjährige Kulturpflanze machen, ohne dass sie in die Blüte geht. Finde ich sehr interessant. Und hier vorne beginnt dann unser Erdbeerbeet, was wir dieses Jahr angelegt haben. Ein paar Pflänzchen. Ist noch ein bisschen überwuchert, weil ich jetzt nicht so viel die Zeit hatte und auch mein Vater die Melonen mit reingesetzt haben. Aber hier entsteht dann langsam, aber sicher, dass Erdbeerbeet. Und hier hinten könnt ihr meinen echten Wacholder sehen. Echte Wacholder sind auf der roten Liste, also das heißt, dass sie geschützt sind. Gefährdete Bäume sozusagen. Also hier in der Ecke könnt ihr sozusagen, hier hinten könnt ihr meinen echten Wacholder sehen, den habe ich auch ganz am Anfang gesetzt, vor 2 Jahren sozusagen. Und dieser Baum ist halt auch auf der roten Liste und dem wird halt auch wirklich sehr viel Mysteriöses zugesprochen. Das soll ein wunderbarer Baum sein, der echte Wacholder. Man soll mit ihm reden, mit ihm kommunizieren, damit er halt super gedeiht. Und ja, ich habe ihn Anna getauft zum Beispiel, oder sie, weil es eine weiblicher Wacholder ist und ja, wollte ihn einfach hier so ein bisschen mit reinsetzen, um einfach einen schönen Nadelbaum hier in der Umgebung zu haben. Und weil mein Freund, der regionale Urproduzent, welche übrig hatte und die hat er mir einfach dann mal geschenkt, weil ich Interesse daran hatte. Mit wunderbaren Kirchglocken untermauert könnt ihr hier meinen rotfleischigen Apfelbaum sehen. Das ist die Sorte Bayer Marissa. Und ja, mir gefällt einfach die Tatsache, dass das ein rotfleischiger Apfel ist, den man dann bekommt. Und deswegen habe ich den jetzt hier mal in einem Kübel reingesetzt, um vielleicht, wenn mal Freunde Platz zur Verfügung haben, dann schenke ich ihnen gern diesen Baum, damit sie halt diese wunderbaren Früchte haben. Ja, weiter hier an der Seite vor dem Gewächshaus habe ich hier eine Zwergfelsenbirne, die ich reingesetzt habe. Und hier vorne noch eine Zwergfelsenbirne, einfach aus dem Grund, weil wir natürlich hier im Grundstück Erdwärmerohre haben und mein Vater möchte nicht Bäume reinsetzen, die dann mit ihren Wurzeln das verletzen, und diese Zwergfelsenbirnen werden in der Regel nicht so groß, höchstens 1 Meter oder bis zu 2 Meter ungefähr, und wenn man die zurückschneidet, dann haben die eine moderate Größe und Wurzeln deswegen auch nicht ganz so stark. Und das ist jetzt hier vorm Gewächshaus, und wenn wir dann ins Gewächshaus dann nochmal reingehen, dann haben wir hier meine kleine Zucht, die ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Also hier zum Beispiel zwischen den ganzen
Paprikas, die rot leuchten. Habe ich hier zum Beispiel Stecklinge von Johannisbeeren, die schon Blätter tragen. Da weiß ich nicht ganz genau, was das für Johannisbeeren sind. Rot, weiß, schwarz, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Hier unten habe ich einen Ahornbaum, denke ich, und weiter unten ein Haselnuss- oder ein Walnussbaum. Das liegt einfach daran, dass ich mir von der Stelle, wo ich mein Mulch hier habe, also da wirft dann immer die Gemeinde das ganze Grüngut ab, und da war halt im Laub, waren halt auch viele Ahornsamen und Walnuss- und Haselnüsse mit dabei, und die habe ich natürlich auf mein Beet mit raufgeworfen, und dann sind halt nach und nach diese Samen mit rausgekommen, und die habe ich mir jetzt einfach ausgegraben. Hier vorne haben wir wieder ein paar Exoten. Das ist eine Guanabanane, die ich aus Costa Rica habe. Also ich habe Guanabanane in Costa Rica gegessen, habe mir Samen genommen und die mitgenommen, und das ist zum Beispiel einer, der rausgekommen ist. Das freut mich wirklich sehr. Das ist natürlich auch eine subtropische Pflanze, kommt dann im Winter mit ins Haus. Das ist eine Sapote, der Sorte Black Negro. Schaut halt aus, die Früchte wie Schokolade, und schmeckt auch dementsprechend. Da bin ich auch wieder, ja, mein Freund Antius wieder, ja, schuldig sozusagen. Was ich auch sehr gut finde, dass er mich damit angesteckt hat, weil er selber eine Sapote aus einem Kern gezogen hat. Und dann wollte ich auch unbedingt die Pflanze haben, und da habe ich mir auch eine angeschafft. Das könnte zum Beispiel winterharter Eukalyptus sein, der rausgekommen ist. Oder eine Kirsche, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und hier nebenan, das ist eine kleine Pfirsich von Nachbarn, die aus dem Samen rausgekommen ist. Und auf die bin ich auch schon ziemlich stolz. Und hier hinten könnt ihr dann weitere Stecklinge von Johannisbeeren sehen. Und das ist zum Beispiel eine Zwetschge aus dem Kern. Die war letztes Jahr den ganzen Winter über draußen mit dem Kübel unterm Schnee gelegen. Und die ist trotzdem rausgekommen, hat es überlebt. Was ihr auch noch sehen könnt, sind ein paar Traubenreben. Zum Beispiel da hinten in der Ecke und hier vorne. Das sind Stecklinge von meinen Trauben. Und hier sind auch die beiden Stecklinge von meinen Feigen mit drinnen, die ich, ja, rausgeschnitten habe und die auch schon anfangen gut zu wachsen. Und hier vorne ganz unten, das sind jetzt zum Beispiel Stecklinge von meinen beiden Maulbeeren, eine rote und eine weiße Maulbeere, und der Topf daneben, der Kübel weiter vorne, das ist jetzt ein Steckling, also der hintere, von meiner Indianerbanane, die Pawpaws, und da bin ich mir nicht sicher, ob da ein Steckling kommt, aber ich habe es jetzt einfach mal probiert, ob der Wurzel schlägt oder nicht, weil das halt bei Pawpaws ein bisschen schwieriger ist. Ich suche auch momentan nach Samen von der Indianerbanane, also wenn da jemand etwas übrig hat von einer Frucht, ein paar Sämchen, da würde ich mich gerne freuen, wenn ich ein paar Samen abhaben könnte, weil ich mir noch ein paar Indianerbananen züchten möchte, weil der Sommer war auch wieder ziemlich trocken und heiß, und das tut den Pawpaws auch nicht so gut, und es kann gut aus möglich sein, dass welche nicht durchgekommen sind bei mir. Und hier hinten im schönen Kübel, ganz versteckt von den ganzen Tomatenpflanzen und den Chilis, habe ich hier auch einen Orangenbaum. Der hat sich wunderbar erholt. Also ich muss halt sagen, über den Winter stand der halt hier im Gewächshaus und hat auch hier kalte Monate abbekommen. Und den hat es wirklich stark zu schaffen gemacht. Aber der hat sich wieder erholt und wächst jetzt langsam wieder, was mich sehr freut. Und ja, im Winter wird er natürlich auch ins Haus kommen. Und so sonnengereifte Orangen sind schon der Traum, also so richtig schön süß und saftig, und der wächst auch schon, hat eine angemessene Größe und bin wirklich recht zufrieden, dass er es überstanden hat.
Und zum Abschluss des Videos habe ich hier noch an meiner Nordseite eine italienische Zwetschge, die ich mir mal besorgt habe vor 2 Jahren. Die habe ich dann hier hinten reingesetzt. Einfach so als Schutz. Und hier vorne haben wir zum Beispiel zwei Goji-Beeren. Die brauchen dann auch eine gewisse Ranghilfe. Die habe ich letztes Jahr reingesetzt und die wachsen halt auch schon jetzt ziemlich gut. Den Boden habe ich ein bisschen aufbereitet mit Bokashi, um einfach die Mikroorganismen ja, mit in den Boden zu bringen, damit die noch besser wachsen. Und da müssen wir jetzt auch nochmal ja, für die so eine Art Spalierhilfe nochmal machen. Also mein Vater hat sowieso vor, hier nochmal so ein paar ja, Fäden zu ziehen, komplett, damit halt hier so ein kleiner natürlicher Schutz besteht. Und natürlich sind halt so Goji während im Schatten bzw. im Halbschatten gedeihen die wunderbar im Vergleich zu Trauben. Und da haben wir halt geplant, hier halt so eine Konstruktion zu bauen, damit die halt hier hochranken können und irgendwann uns mit Goji-Beeren bereichern können. Also wie ihr halt hier sehen könnt, habe ich eine richtig schöne Vielfalt an vielen verschiedenen Obstbäumen und Sträuchern, sowohl heimische als auch ein paar Exoten, die man jetzt hier in unserem Gefilde eher weniger zu finden anfindet. Und wie gesagt, ich möchte einfach mit dem Video euch inspirieren, Bäume zu pflanzen, Bäume zu pflegen, aus Samen zu ziehen. Und ja, es ist einfach für mich persönlich sehr wichtig, weil immer mehr Leute halt auch Bäume rausreißen, entfernen, irgendwelche Häuser oder Straßen oder sonstige Gebäude oder Bauvorhaben dort platzieren und immer mehr Bäume, ja, sozusagen rausgerissen werden, sowohl alte Kastanien, Walnussbäume, Haselnüsse, die mehrere hundert Jahre alt sind. Und ja, wie gesagt, es gibt hier wunderbare Bäume, Baumarten und das dauert natürlich sehr lange, dass die natürlich auch eine entsprechende Größe haben und auch sehr viel Pflege und Liebe. Und ja, fangen wir jetzt einfach an, damit wir unserer zukünftigen Generation natürlich auch Spaß und Freude an riesige Bäume hatte. Als ich noch ein Kind war, bin ich gerne auf riesigen Bäumen rumgeklettert und das sollen natürlich auch meine Kinder erfahren. Und da fange ich jetzt schon mal an, Bäume zu pflanzen, damit sie, wenn sie mal ja, eine entsprechende Größe haben, uns alle bereichern können. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bei diesem ja, etwas längeren Video wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat mein Rundgang gefallen, was ich alles hier für Bäume alles habe in meiner Permakultur. Auch eine kleine Inspiration für euch, auch einfach mal ja, tätig zu werden und einfach mal selbst auszuprobieren und sich ein paar Bäumchen zu ziehen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Bitte hinterlasst mir auch einen Kommentar, wenn ihr Lust habt, welche Bäume ihr zum Beispiel im Garten habt oder welche Selbstversuche ihr so unternommen habt. Und natürlich freue ich mich auch über ein kostenloses Abo, wo ihr auch auf die Glocke drückt, damit ihr immer wieder benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mich und mein Projekt in Social Media Kanälen und auch bei Freunden und Bekannten weitererzählen wird, damit immer mehr Aufmerksamkeit auf mich und mein Projekt ja, gelenkt wird, denn ja, die Aufmerksamkeit, also die Materie folgt der Aufmerksamkeit. Und mit diesem Spruch möchte ich dieses Video beenden. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch nochmal viel Spaß und Freude in eurem Garten Eden. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.